So, hallo liebe Leute von Gerrys Modellbau Blog. Heute mache ich wieder mal ein Video und zwar, wie versprochen, den Einbau von dem Lichtset, von dem Kraftwerk-Lichtset vom Fechtner Modellbau. Dafür sage ich danke, der Gerry hat eh schon das erste Unboxing gemacht und mehr seht ihr nach dem Intro, würde ich sagen. So, starten tun wir mit den LKW, da nehmen wir mal die Kabine ab, die habe ich steckbar gemacht, was recht praktisch ist, weil ich den Akku auch hier drinnen versteckt habe. So, die Kabine tun wir mal zur Seite, die brauchen wir jetzt am Anfang mal nicht. Hier sieht man schön Interieur und hinten ist die ganze Elektrik verbaut. Dann stellen wir jetzt mal hier schnell zur Seite, wenn ich Platz habe. So, dann stellen wir hier mal zur Seite und jetzt geht es um das Kraftwerk Lichtset, genau für den MAN gemacht. So. Und zwar hier einmal die Front-LEDs mit den Seitenblinkern. Dann das Lichtset selbst, also die Lichtsteuerung. Und die LEDs, die LED-Platinen für hinten. Und anfangen tun wir jetzt mal mit den Lichtassistenten selbst. Die packen wir hier mal aus. Und zwar, hier sehe ich schon, hat er seitliche Anschlüsse für einzelne LEDs, 4 Anschlusskabeln für den Empfänger und hier unten einen USB-Anschluss zum Programmieren, beziehungsweise einen Busstecker für die Lichtplatinen und einmal durchgeschliffen 2 Servoanschlüsse für Gas und Lenkung noch. Beim Lichtassistenten ist direkt ein Verteiler dabei für die ganzen Lichtplatinen. Da ist ein 6-fach Verteiler. Finde ich super, dass das alles schon dabei ist und nicht alles dazu gekauft werden muss. Dann steckt man hier einfach an. Wenn ich ihn richtig anstecke, müsste es eigentlich sofort klappen. So. Mir dann heute zu blöd, um einen Stecker in die Buchse zu bringen. Zack. Und schon kann ich die ganzen Platinen anschließen. Wir bauen das jetzt einmal so auf, weil bei dem ist das eh noch nicht ganz verbaut. Schauen wir mal vorne. So, das sind die Lichtplatinen vorne für den MAN. Schauen wir mal genau. Hier ist dabei. Mal schauen. Okay. Hier ist die Lichtplatine für vorne für die Lichteinsätze dabei. Dann, das ist der Seitenblinker für den Kotflügel und einmal hier die Dachlampen. Super. Braucht man nicht mehr löten, braucht man nur noch anstecken, fertig, funktioniert. So, ich baue das jetzt mal schnell auf, das heißt, ich stecke hier die Platinen direkt an den Verteiler an. Für hinten dasselbe. Das Schöne ist daran, dass es hier nicht 150 Kabeln gibt, sondern es ist alles in schön in schwarz gehalten, die sieht man nicht, man hat keine, wie gesagt, keine Millionen von Kabeln und es ist schon so gehalten, man hat nach vorne nur noch ein Kabel und hinten teilt es sich auf die Lichtplatinen, super gelöst, also
gefällt mir schon wieder richtig gut, weil eben kein so dicker Kabelstrang vorbeigeht. Und ja, so, jetzt hole ich mir schnell einen Akku und dann testen wir das schon mal. Durch das, dass ich jetzt ein paar technische Schwierigkeiten habe, habe ich ein bisschen vorgearbeitet, bis das die Kamera wieder funktioniert. Ich habe jetzt vom MAN die Rückleuchten und die Front runter getan. Das sind die Hauptteile, wo wir das Lichtset einbauen. Ich habe jetzt hier eine Platine schon reingegeben. Die ist wirklich passgenau, aber ich zeige es euch dann. Jetzt zerlegen wir die andere Seite noch. Hier muss ich wirklich sagen, es empfiehlt sich, das Lichtset vom Beginn an zu kaufen und beim Aufbau schon zu verbauen. Aber nachträglicher Einbau ist auch kein Problem. So. Wie gesagt, ich verbaue jetzt als erstes mal die hinteren Platinen. Runter. Die Schmutzmatte und das Blechteil müssen wir auch runtergeben. Die Platinen sind beschriftet mit R und L, also links und rechts. Und die Platinen muss man einfach einlegen und sie sind relativ passgenau. Das heißt, man muss sie gerade reindrücken. Sie gehen etwas fest rein. Hier dieser Plastikgrat, da habe ich jetzt ein bisschen was weggeschnitten und jetzt müsste sie eigentlich schön reinpassen. Wie gesagt, sie geht wirklich streng drauf, ich habe es bei der anderen schon bemerkt, aber lieber mit nicht so viel Gewalt draufdrücken, weil es ist ja doch eine Platine. So, ne? Ich bin heute wieder mal ein bisschen unfähig, wie man merkt. Jetzt drücke ich die Platine drauf. So, jetzt geht sie schön drauf. Schön reindrücken und fertig. Die ganze Lichteinheit ist verbaut. Es ist alles drinnen, was drinnen sein sollte. Und das war's auch schon mit den hinteren Platinen. Jetzt heißt es wieder die Blechplatte drauf und die Rückseite. Fertig. Also im Gegensatz zu anderen Sets, wo man jetzt jede einzelne LED verbauen muss, ist das natürlich schon ein irrsinniger Vorteil, weil es gehen auch nur drei Kabel aus dem Rücklicht heraus, weil alles über ein Bussystem gesteuert ist, das heißt, man hat nur drei Kabel. Das ist gewaltig. Das heißt, man braucht auch nicht schauen, wo bekomme ich jetzt die Kabel rein, wo muss ich sie jetzt hin verlegen, muss ich mir da jetzt extra was einfallen lassen, wo ich die Kabel verlege. Das ist alles kein Thema, nicht. Man hat keine Platzprobleme, es geht alles schön rein. Jetzt muss ich die richtigen Schrauben nehmen. Also vom Verbauen her bin ich bei der Lichtanlage begeistert. Also von hinten her gesehen. Weil man hat wirklich nur noch mehr ein Kabel nach vorne. Das ist genial. So. Wie gesagt, das wird jetzt kein Bauvideo, wie man einen LKW zusammenbaut. Sondern da geht es ja heute wirklich nur um die Lichtanlage. Und deswegen werde ich auch hier und dort mal ein Teil, wenn ich wieder mal unfähig bin, rausschneiden. Und ja, so wie jetzt gerade, ich bekomme nicht mal die Mutter drauf. Na, sage ich ja, unfähig. So, das war jetzt die hintere Lichteinheit. Und jetzt schauen wir vorne. Das meiste ist ja in der Stoßstange. Nur die seitlichen Begrenzungsleuchten bzw. seitlichen Blinker und die Dachleuchten sind im Fahrerhaus. Aber an sich, jetzt nehme ich mir aber hier mal ein Tuch heraus, dass ich mir den Lack nicht komplett zerkratze. Ist dasselbe Prinzip wie hinten.
Das sind die Platinen mit den Busstecke, ebenfalls nur drei Kabeln. Und hier einmal die Begrenzungs-, also die Seitenleuchten und hier die Begrenzungsleuchten oben. Hängt alles schon auf der Platine drauf, sie ist fix fertig montiert und eigentlich braucht man sie nur zack reinstecken. Sie sitzt relativ fest schon, weil man sie nur reindrückt. Also hier die linke und hier nochmal die rechte, hier ist das R oben. Also man kann sie auch nicht großartig verwechseln, weil sie passen auch nicht rein. So, reingedrückt. Ich muss mir dann später noch die Halterung für die LEDs suchen, dass es auch hält länger. Aber ich habe das jetzt leider nicht da, das ist irgendwo beim Siedeln untergegangen. Wie gesagt, hier gehören dann noch die LED-Halterung reingeschraubt, fertig. Dann hält das schon. Und da oben ist dasselbe. Kabel ist auch lang genug, dass man es verlegen kann, schön. Passt, soweit. Ja, das war eigentlich der Einbau von den vorderen Teilen. Wichtig ist, man muss hier die Trittbretter runterschrauben. Die schraube ich jetzt gleich wieder drauf. Da habe ich nur die Schrauben gelöst. Die gehen eh schön runter. So. Und dann würde ich schon sagen, wir testen das Ganze mal. So, da. Das sind die Seitenleuchten fürs Dach oben. Und hier haben wir die Rückleuchten. Ich stelle euch das jetzt. So, wo haben wir? Ich stelle euch das jetzt ein bisschen her, dass ihr es schöner seht in der Kamera. Die Rückleuchten und die Frontleuchten und das Bussystem, also die Lichteinheit Keil M4-12500, also das, so nennt sich das von Kraftwerk, ist ganz einfach mit einem 6-Fach-Verteiler, wo man die Module anschließen kann. Hier mit einem kleinen, mit den kleinen Steckern. Ist ganz egal, wo man sie ansteckt. Wie gesagt, es ist ein Bussystem, es erkennt das selbst. Einfach einstecken. Also es gibt auch keine Reihenfolge. So, hier habe ich den Empfänger angeschlossen an 1, 2, 3 und 4 an die Lichtanlage. Und jetzt, durch das, dass der LKW aufgebockt ist, habe ich noch einen Regler herumliegen, also als Versuchsaufbau. Den Regler stecke ich natürlich hier beim Gas an. Ich habe mich am Anfang schon gefragt, wo ist jetzt das Signalkabel? Das Signalkabel ist auf der Oberseite immer zum Anstecken. Also man sieht es hier jetzt, Signalkabel ist an der Oberseite, das ist das weiße oder so. Oder das Lichtset haben wir jetzt soweit verbaut. Jetzt setzen wir mal den, also ihr habt das jetzt in die Kabine auch schon eingesetzt mit dem Licht, das seht ihr dann nachher, also die Seitenleuchten und die Dachleuchten habe ich jetzt eingesetzt. Das Licht jetzt selber schließen wir jetzt einmal ab, also beziehungsweise nur die hinteren Leuchten. Die stellen wir jetzt zur Seite und jetzt bauen wir die hinteren Leuchten wieder ein. Moment. So, wie gesagt, die Hinterleuchten haben relativ schnell verbaut, muss man die Räder runternehmen. Und so, ich habe hier meine 3D gedruckten Unterstellklötze, die sind herrlichst. So, natürlich müssen wir jetzt mal schauen, welche Seite gehört auf welche. Und wo die Kabel dann genau hin tun, das weiß ich noch nicht, also weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall in die Mitte, dass man sie nicht so stark sieht, beziehungsweise wird man da noch kleine Löcher machen, werde sie dann durchführen bis nach vorne, aber das schaue ich mir noch an, wie und wo genau. So, jetzt verbauen wir das mal. Das heißt, unten in die kleinen Schrauben wieder einfädeln.
Und wo ist mein kleiner Schraubenzieher? Da ist er. Unten sind zwei kleine Schrauben. Muss ich vorsichtig so auf die Seite legen. Die wieder anziehen. So, da. Mal schauen. Jawohl. Schaut schon gut aus. Und schauen, dass hier keine Kabelstreifen. Und das Licht sitzt unter dem Empfänger, den klebe ich natürlich mit doppelseitigem Klebeband rein. So, das war das Falsche. Weil wenn man wieder den wieder mal rausnehmen möchte, dann hat man die Chance, dass man ihn rausbringt. Oder der Empfänger muss jetzt auch mal festgeklebt werden. So. Wie gesagt, das Modell war halt vorher nur schnell zusammengebaut. So. Hier haben wir auf Platz 5 noch die Schaltung. Und hier kommt noch der Gas- und Lenkung drauf. Also wie gesagt, die sind durchgeschleift, das fahre ich mal ein Stück vor. Die sind durchgeschleift, das ist Gas, also für den Regler, und das ist der Servo. Das hat man wirklich gut gelöst, eben dass man es durchschleift und fertig. So. Jetzt kurz mal die ganzen Kabel ein bisschen auf die Seite rutschen. So. Hier haben wir das Licht reingeklebt. Ich zeige es euch gleich. Ich weiß, das ist jetzt umgedreht. Und einmal den Empfänger. Den klebe ich jetzt umgekehrt rein. Wegen der Antenne. So, sieht es schon. Und wegen den ganzen Kabeln. So, hier haben wir jetzt, so, ich drehe jetzt mal den LKW um, dass ihr auch was seht. Also wird es langsam langweilig. Ihr seht, ich habe hier den Empfänger hingeklebt, hier das Lichtset. Falls ich nochmal was machen möchte, kann ich hier noch vorbeifahren mit den Kabeln. Hier kommt der Akku nämlich rein. Und das verkabel ich noch. Das drücke ich hier unten einfach rein. Zack. Und wie gesagt, ich muss den nicht nochmal neu aufbauen, weil ja, gefällt mir noch nicht, so wie es ist. Momentan. Jetzt schließen wir das einfach mal an. Zack. Das klebe ich mir hier hin. Den ganzen Kabelgurten mal ein bisschen weg. Ein bisschen zur Seite. Das klebe ich mir hier hin, auch mit dem doppelseitigen Klebeband, dass ich hier schön einstecken kann. Sechsfachverteiler. Der bekommt auch seinen fixen Platz. Relativ weit unten, weil wenn ich das Fahrerhaus hebe, muss ich teilweise abstecken. Der kommt hierher. So. Den einen Ausschalter habe ich hier hängen, weil dann kann ich so dazu, dann brauche ich nur die Kabine ein bisschen heben. Und jetzt kommt's ans Eingemachte. Jetzt setzen wir die Kabine auf. Das heißt aber, wir müssen mit den Kabeln hier seitlich vorbei. So.
ein Kabel hier vorbeigeführt, seitlich und angesteckt. Na. Das ist ein bisschen fummelig. Und ein Kabel hier oben noch vorbeigeführt und eingesteckt. So, drinnen. So, jetzt lasse ich die Kabine mal kurz so oben, weil jetzt sehe ich schon, ich komme schön zum Akku dazu, zum Akku wechseln, das gefällt mir super gut. Da sind die Kabel lang genug dazu. Und jetzt setze ich noch die Stoßstange auf, da muss ich aufpassen, weil hier vorbei mit den Kabeln, dass ich mit dem Stecksystem, das ich ihm eingebaut habe, hier schön dazu kann. Und ja, das war es eigentlich schon großartig mit dem Verbau. Ich zeige es euch natürlich, wie es fertig ausschaut. Auch weil das wird ja dann sinnlos sein. So. Hier noch die Kabel vorbeiziehen. Da rutscht die Kabine eh schon rein. Ja, das wollte ich jetzt nicht mal so. So. Kabel schon reindrücken. Eins kommt noch rein und zwar der Fahrer, der fehlt ja noch, und zwar das ist der Fechtner Modellbau, der Werksfahrer, der kommt noch rein in die Kabine, den richte ich mir jetzt gleich her, dass er schön drinnen sitzt, Füße gerade richten ein bisschen, so. Muss ich schauen, wie weit das mit den Kabeln drauf komme, dass sich hier nichts verbrennt. Ich kann die Kabine sogar ganz runternehmen. Das ist ganz, ganz super. Dann kann ich sie hier mal kurz ablegen. So. Die ganzen Fahrer müssen schon noch reinsitzen. So, er kriegt jetzt auch ein kleines bisschen Klebeband, weil dann hält er besser drinnen und verrutscht nicht. So. Schön auf den Popo. Die Kabine wieder drauf, aber sieht die mit den Kabeln. Jetzt steckt man den Akku gleich noch an. Dann können wir gleich einen Testlauf starten. Dann sehen wir gleich, ob alles gut funktioniert. Also es fängt schon zu leuchten an, das wollten wir jetzt nicht. Das zeigt jetzt an, dass die Fernsteuerung nicht verbunden ist.
So. Jetzt fängt es wieder an. Bisschen reinfriemeln. Wie gesagt, es ist relativ wenig Platz, dass ich die Kabine drauf bekomme. Aber es ist schon drauf. Bisschen Übung, geht alles. So. Mit ein bisschen Übung geht sehr vieles. Sagen wir so, nicht alles. Wie gesagt, die Kabel muss ich dann hier noch ein bisschen nachziehen. So. Das habe ich eben schon gemeint. Jetzt ist mir da ein Kabel genau in das Stecksystem reingerutscht. So. So, ich würde sagen, Sitz passt und hat Luft. Hier noch die Kabel schön reindrücken. So, liebe Leute, jetzt ist er soweit fertig. Und jetzt zeige ich euch natürlich noch das Endergebnis, wie das Lichtmodul funktioniert. Jetzt müsste ich nur noch den Schalter erwischen. So, und zwar, wie gesagt, ich habe drei Modusse. Und zwar, das ist der Lichtmodus, das ist der Fahrmodus und der Zusatzmodus. Zusatzmodus habe ich nichts belegt. Als erstes zeige ich euch jetzt mal den Lichtmodus. Funktioniert mit zwei Kanälen. Ich habe es jetzt auf Dreiwegschalter gelegt. Das heißt, ein Kanal für den Moduswechsel, also jetzt der Lichtmodus. Dann den zweiten Kanal ebenfalls auf einen Dreiweg. Das heißt, die Befehle sind so getrennt, kurz nach oben, kurz nach unten schaltet er verschiedene Sachen, lang nach unten, lang nach oben schaltet verschiedene Sachen. Einmal kurz nach oben wäre das Standlicht, dann zweimal kurz nach oben ist das Fahrlicht, einmal kurz nach unten ist das Fernlicht, einmal lang nach unten sind die Nebelscheinwerfer und einmal lang nach oben ist das komplette Licht abschalten. Bei den Nebelscheinwerfern gibt es dann noch eine Zusatzfunktion, das zeige ich euch, wenn wir den LKW umdrehen. Dann beim, jetzt schalte ich um, Fahrbetrieb, haben wir natürlich Blinker mit Abbiegelicht, mit automatischer Rückstellung. Natürlich in die andere Seite das gleiche mit automatischer Rückstellung. Dann beim Einschlagen geht das Abbiegelicht an und erlischt auch automatisch wieder. Die andere Seite das gleiche. Dann lang nach oben ist die Lichthupe. Und lang nach unten ist die Warnblinkanlage. Im Fahrmodus, im Zusatzmodus eben keine Funktion. So. Wieder lang nach unten, um die Warnblinkanlage auszuschalten. Und dann ist kurz nach links oder also nach unten oder nach oben bzw. nach links und rechts schaltet sich der Blinker ein. Wenn ihr voll einschlägt und dann wieder zurück, erlischt der Blinker wieder und die Abbiegeleuchte. So, hinten geht's weiter. Jetzt drehen wir den Herrn um. Natürlich hinten dasselbe. Einmal das Fahrlicht. Dann haben wir die Nebelscheinwerfer vorne und beim zweiten Mal nach unten klicken, die Nebelschlussleuchte. Super gemacht, finde ich echt klasse. Das nächste ist dann natürlich der Blinker. Ebenfalls wieder mit automatischer Rückstellung. Und die Warnblinkanlage, also die gleichen Funktionen wie vorne. So. Zusätzlich noch, da muss ich ihn jetzt kurz etwas anheben. Beim Vorwärtsfahren, ne? Das Bremslicht, nein, Blödsinn, ich habe sogar den Motor abgeschlossen, also Vorwärtsfahrt leuchtet nichts, wenn ich vom Gas runtergehe, leuchtet das Bremslicht auf, Rücklicht natürlich und ebenfalls wieder runter das Bremslicht. Ja, das war es eigentlich schon auch zu dem Kraftwerklichtmodul. Ich blende euch noch den Link dazu ein. Zur Software selbst. Meine Empfehlung jetzt
von dem Kraftwerk-Lichtset. Es ist absolut auch für Anfänger geeignet. Das heißt, ihr baut es ein, Plug and Play, lernt die Fernbedienung, also die Kanäle ein und es läuft. Ihr braucht nichts installieren, ihr braucht nichts programmieren und das finde ich sehr schön und auch, was mir sehr gut gefällt, dass nicht mehr so viele Kabeln unterwegs sind. Was mir noch sehr gut gefällt, es sind viele Funktionen. Also das Lichtset hat viele Funktionen, die ihr mit anderen Lichtsets nicht nachmachen könnt. Mit günstigeren, muss ich schon dazu sagen. Also die gleichwertigen in der Preisklasse können Ähnliches. Ich habe mich jetzt bei einem Freund, wie gesagt, mit der Software vertraut gemacht, weil ich keinen Windows-Computer habe. Das ist der einzige Minuspunkt eigentlich an dem Lichtset. Ihr braucht einen Windows-Computer, um es über den Computer zu programmieren. Also das ist, ich arbeite nur mit Mac und das ist bei mir so der einzige Minuspunkt. Aber zurück zur Software, ihr könnt wirklich alles einstellen. Ihr könnt die Blinkgeschwindigkeit einstellen, ihr könnt verschiedene Kanäle neu belegen und. Ihr könnt, ich habe es schon gesehen, es gibt einen Night Rider Modus, das heißt vorne das Lauflicht oder auch das Rundumlicht Modus, dass ihr ein Rundumlicht programmieren könnt. Also eins muss ich wirklich sagen, die Kraftwerk hat sich da ordentlich selbst übertroffen. Allein die Programmierung, die Programmiermöglichkeiten von dem Lichtmodul sind gewaltig. Da muss ich aber dann schon dazu sagen, das ist für Einsteiger, die jetzt nicht genau wissen, was sie hier machen, nicht so geeignet. Nach kurzer Einlernphase begreift man es aber. Für die Profis, die was Neues suchen, Lichtset, die viele verschiedene Möglichkeiten suchen und Erweiterungen, eine absolute Empfehlung. Das Lichtset kann wirklich alles, kann ja fast bis in uns Unendliche erweitert werden. Es gibt Aufliegerleuchten noch dazu und. Also von meiner Seite her, Wahnsinns Lichtset, der Preis ist gerechtfertigt und es ist wirklich alles sauber verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. Eine Kleinigkeit habe ich natürlich noch. Der Gary hat es euch schon vorgestellt. Die Details. Na, es will nicht. Die kleinen Details von Fechtner Modellbau. Ich habe jetzt auch das Kennzeichen vom Fechtner Modellbau an den LKW verbaut bzw. aufgeklebt und natürlich die Fahrerfiguren. Die Fahrerfigur vom Fechtner sitzt schon drinnen, ich hoffe man kann es sehen. Sonst, wie gesagt, die zweite habe ich noch nicht verbaut, weil die kommt in einen anderen LKW. Sie sind wirklich sehr getreu, also sehr naturgetreu gemacht und schauen wirklich gut aus und passen perfekt zum Maßstab. In diesem Sinne, schaut auch mal vorbei, wenn ihr auf der Suche nach Details, Aufklebern und seid. Schaut beim Fechtner vorbei, er hat richtig, richtig viel. Ich kann es euch nicht mal nennen, weil es so viel ist. Hier nur ein paar kleine Ausschnitte und ja, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut, bis bald, euer Peter von Gerys Modellbau-Blog. Tschüss!